So, man sieht es dem Gockel natürlich an. Kleine Erklärung, wir haben gerade Produktion, deswegen ist heute große Aktion Soße. Wenn man 30 Kilo Knochen anbrät, dann sieht es halt nicht aus wie auf einem frisch gedeckten Tisch. So, das ist jetzt dieser Superhahn. Man sieht es ihm schon an, deswegen sind die Füße dran. Und das ist ein Qualitätsmerkmal, die werden auch in Frankreich mit Füße und Kopf gehandelt, damit wirklich jeder erkennt, das ist ein Presshahn. Blaue Füße, und man sieht es schon an den Krallen und an den Beinen, der ist wirklich gelaufen. Der hat ein Leben hinter sich, nicht in irgendeinem Käfig, sondern der hat Wiese geschnuppert, der hat Hang genießen dürfen. Das Merkmal, dass es ein Originalpresshahn ist, müssen wir jetzt leider entfernen, weil ich kann natürlich keinen Hahn mit Federn in den Ofen schieben. Und jetzt kommt das ganze Geheimnis. Man kann mit diesen Tieren machen, was man will. Man kann noch Trüffel reingeben, man kann Nüsse mit dazugeben. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Aber dieses Huhn wird pur zubereitet. Um das zu unterstützen, mache ich nichts weiter wie etwas neutrales Öl. Also das kennt jeder vom Sonnenbaden, ja, und der kommt ja jetzt auch in die Wärme. Deswegen, damit keine Haut verbrennt, wird die einfach nur komplett eingeölt. Weil die Haut ist natürlich auch lecker, die wird knusprig. So, und dann wird einfach nur ganz leicht gesalzen. Weil ihr habt es ja vom Carsten gehört, der ist mit so vielen Sachen gefüttert worden, der hat so einen tollen Eigengeschmack. So, die Füße lassen wir wie gesagt dran, die Flügel klappen wir ein und jetzt stellen wir das einfach nur in den Ofen. So, wie gesagt, binden. Es gibt tausend Möglichkeiten, was man mit dem Huhn machen kann. Wir wollen es einfach nur zubereiten. So, Heißluft. Wir beginnen, das klingt immer so, der spült sich manchmal durch. So, wir beginnen ganz entspannt mit 130 Grad. Ja, machen wir 120. 45 Minuten. Reduzierte Umluft. Fertig. Dann schneiden wir die einfach nur. So, Möhre kann man natürlich essen. Wir brauchen einfach nur ein paar Bänder. Noch nicht schön. Wir drehen es nochmal um. Sieht jetzt nach vielen Resten aus, aber kann man wegknabbern. Kann man in die Brühe werfen, in die Soße, in den Hasenstall werfen. Die Kinder füttern. Wie gesagt, ganz dünn, dass sie nur kurz heißes Wasser bekommen. Und das reicht dann auch schon. Und daher noch ein paar Karottenbänder. Den Knödel. Leider leicht schräg, sieht auf dem Teller schöner aus. Wie gesagt, eine sehr fluffige Sache und mal was anderes. Und hat einen großen Vorteil, egal wer es an den Tisch bringt, der Knödel rollt nicht über den Teller oder fliegt davon, er liegt einfach da. Also auch eine Transportsicherung quasi. Jetzt ist hier vorbereitet die Moselsoße. Das ist jetzt nichts weiter als eine ganz solide Soße, hat ganz, ganz viel Knochen, Rotwein und. Irgendwann durch ein Sieb gelassen, wird reduziert. Ach, sag mal, wir hatten das zugemacht. Wird kochend heiß abgefüllt. Ja, wie gesagt, also die Jus reduziert, leicht gebunden, frische Sahne dazu und Moschel eingeweichter Fond und die eingeweichten Moscheln wird es aufgekocht, fertig. Hier ist nichts dran außer Salz. So, eine Minute, auf die können wir verzichten. Jetzt drehen wir hoch. Wir gucken vorher mal rein. Normalerweise lässt man den Ofen zu. Wir gehen aber jetzt hoch auf 180. Weniger Dampf, also der normale Backofen reicht. So. Und hier, was sieht man? Praktisch nichts. Ich würde fast behaupten, das ist dominant das Öl, was ich dran geschmiert habe. Es läuft also von dem Huhn jetzt kein Fett raus. Und wenn man sich das mal anguckt, ne, das ist einfach, man sieht dem Tier an, es hat gelebt. Es hat nicht irgendwo gestanden und ist fett geworden innerhalb kürzester Zeit, sondern es hat einfach wirklich, es ist gerannt, es hat Struktur, es hat eine dünne Haut. Man guckt das Fleisch durch, man hat nicht so einen dicken Panzer drauf wie oft, sondern es ist wirklich einfach ein schönes Huhn. Cool. So, das ist immer die Phase zu Hause. Was machen wir in der Lehrzeit? Man könnte eigentlich, das ist viel sinnvoller,
Ich möchte dem Carsten gleich ein Glas Wein anbieten. Und das ist als guter Gastgeber, muss man natürlich, will man natürlich glänzen. Demzufolge probieren, probieren, probieren. So. Nochmal einen klitzekleinen Schluck zum Probieren. Ich muss sich das geistig vorstellen, man weiß ja, wie ein Huhn schmeckt, also wird das ungefähr so schmecken. Ich weiß, wie die Soße schmeckt, ich weiß, wie der Spargel schmecken wird, den Wickelkloß kenne ich schon und deswegen der Chardonnay vom Steffen. Der ist trotzdem kräftig, gehaltvoll, der passt einfach dazu. Das ist nicht so für die Terrasse zum Wegzutteln, den kann man zum Essen genießen, weil der hat Schmack ist. Dann machen wir schon mal die Pfanne warm. So, ich lege die jetzt mit der kleinen Fläche nach unten hin, weil dann drehe ich die um, brate die auf der großen Fläche final und kann beim Anrichten die heiße Seite aus der Pfanne frisch glänzend nach oben auf den Teller stellen. Hier kocht auch die Soße gleich. So, ich hole mal den Ganzen raus, so einen Kameraden hier. Ne, die morcheln. Na gut, sehen wir da bestimmt besser. Absoluter Edelpilz. Wir reden von einem Kilopreis von 50 Euro. Ja, da muss man was draus machen, ne? Aber zu so einem Huhn wie heute passt natürlich perfekt. Also viele halten ja Köche für Säufer und ne, fressen immer rum. Nein. Permanente Qualitätskontrolle, ne, bei den Weinen. Wie verhält sich das? Wie entwickelt sich das? Das muss ständig kontrolliert werden. Das ist viel, viel härter als viele glauben. Schmeckt immer noch. So, man sieht es ja beim Kloß, wenn am Rand braun ist, dann ist so überall alles auch braun. So, goldgelb. Und bei der Gelegenheit, da das ja nicht kocht, werfen wir jetzt einfach die Möhren mit dazu. Wie gesagt, das ist ja nur ein Gag, ein optischer Gag. Man könnte Petersilie drauf streuen oder ein Kerbel oder. Wir machen einfach ein bisschen ein paar Möhrenbänder dazu. So. Herrlich. So, wir haben jetzt hier 180 Grad drin. Das ist natürlich eine brutale Hitze. Und aus dem Grund haben wir jetzt ein bisschen Zeit, Ruhe. Ja, lassen es noch kurz ziehen. Lassen aber den Dampf raus, weil das ist ja doch ein bisschen wie, sonst staut sich das und die Hitze, die Haut leidet wieder. Ja, und deswegen lassen wir es kurz ein bisschen temperieren. Können dann in Ruhe anrichten. Was ich vorhin gesagt hatte ist, wir nehmen die schöne Fläche wieder nach oben, die frisch aus der Pfanne kommt. Dann Spargel. Mit der Spitze zum Gast, Kleinigkeiten. So, durch das lange Garn bleibt er auch schön weiß. So, und jetzt, wie gesagt, der kleine optische Gag, die Möhrenbänder. Jetzt holen wir uns den grünen Spargel aus dem Ofen. Man sieht es an der Form, er ist also gegart, er ist noch giftgrün und er hat uns praktisch, bis auf unten das Mittel anschälen, überhaupt keine Arbeit gemacht. Und jetzt, das muss ich aber zeigen hier kurz. Hört ihr das? Das ist knusprige Haut. Da ja jetzt mit Sicherheit etwas Fleischsaft rausläuft noch, werden wir das auf dem Gitter, dass hier kein Tropfen verloren geht, drangieren. Die haben wir dran gelassen, weil hier können wir anfassen. Das Ding ist wirklich heiß. So, auch sowas, man merkt ja, das ist elastisch. Weil der Hahn hat gelebt, der ist gerannt. Hat zur Folge, der hat Muskel. Also diese butterweichen, zarten Fleischstücke, das ist eine gute Idee, aber auch ein Huhn kann was zum Beißen sein. Nicht zäh, großer Unterschied. Ne? Biss und zäh sind zwei ganz verschiedene Dinge. So. Und das Schöne bei dem Huhn ist auch ein Teil der Wertschätzung, dass wenn man es jetzt fertig hat, wird aus der Karkasse noch ein Fond gekocht. Eine richtige, gute Gemüsebrühe. Also um Gottes Willen nicht wegschmeißen. So. Ein Stück Keule. Brust. So. So. Hört ihr das? Herrlich. Man kriegt sie gar nicht geschnitten mit einem normalen Messer. Kein Problem. Knusprig wie Teufel. So. Und jetzt legen wir es einfach wieder drauf.
Dann haben wir ein Stück Brust, ein Stück Keule. Und jetzt nur etwas von der Murchelsoße. Der Rest geht dann in einer Sauciere drauf, weil das Auge isst ja mit. So, wenn ich jetzt hier die richtige Menge draufwerfen würde, dann wäre es schlichtweg zu viel. Fertig. Aus. Dazu Steffens Chardonnay. Hallo? Geht's irgendwie besser? Keine Ahnung. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.